Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Von mir gibt es heute 5 Secrets. Es gibt ein ähnliches Video auch auf meinem Buchkanal, was gerade online gegangen ist. Da geht es um 5 Geheimnisse, was mein Leben als Büchernerd betrifft. Das könnt ihr euch auch sehr, sehr gerne anschauen. Mein zweiter Kanal ist wie immer unten in der Infobox verlinkt. Und wir starten jetzt mit meinen 5 Geheimnissen. Mein erstes Geheimnis ist, dass ich mein erstes Mal mit 22 Jahren hatte. Also ich war ein echter Spätzünder. Ich war bis ein paar Tage vor meinem 23. Geburtstag noch Jungfrau. Unser zweites Geheimnis ist, dass wenn Svea ein Junge geworden wäre, wir wussten es ja bis zur Geburt nicht, dann hätten wir ihn Etienne genannt. Und da schließe ich auch gleich mein drittes Geheimnis an, nämlich der Name Svea. Das ist ein nicht sehr alltäglicher Name und wir haben diesen Namen zum ersten Mal gehört bei Pen & Paper von Rocket Beans TV und zwar bei der ersten Staffel Tears. Dort hieß ein kleines Mädchen Svea und uns ist dieser Name so im Gedächtnis geblieben und wir haben den beide so gemocht und deswegen haben wir unsere Tochter Svea genannt, weil wir den Namen schön finden, aber auch so ein bisschen als Tribut an die Rocket Beans, weil wir große, große Fans sind. Meine letzten beiden Geheimnisse sind sehr, sehr persönlich und auch sehr, sehr privat. Und zwar mein viertes Geheimnis ist, dass ich früher als Jugendliche des Öfteren Selbstmordgedanken hatte. Ich glaube, das ist jetzt nicht so außergewöhnlich. Ich glaube, viele haben in ihrer Pubertät mal Gedanken daran. Es war einfach eine Zeit, wo ich mich sehr, sehr ungeliebt gefühlt habe, unwohl in meinem Körper gefühlt habe, nicht in mir selbst geruht habe, nicht ich selbst war oder mich selbst noch nicht gefunden hatte. Und da hatte ich auch wirklich öfter mal Selbstmordgedanken, war auch so leicht depressiv, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Zeit hinter mir gelassen habe. Und mein fünftes und wohl intimstes Geheimnis ist, dass ich schon mal betrogen wurde. Und es war wirklich das schlimmste Erlebnis meines Lebens. Das waren die schlimmsten emotionalen Schmerzen, die ich jemals verspürt habe. Und ich kann sagen, es gibt Herzschmerz und ein Herz kann brechen. Also man fühlt wirklich diesen psychischen, physischen Schmerz auch in der Herzregion. Und das war ganz, 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 ganz schrecklich für mich. Das war wirklich die schrecklichste Zeit meines Lebens. Und ich möchte das nie mehr wieder erleben, spüren müssen. Und ich wünsche das auch wirklich niemandem. Das war das kleine Video zu meinen 5 Geheimnissen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!